Hallihallöchen zusammen und willkommen zu einer weiteren Folge Neuzugänge. Ja, ich habe in letzter Zeit sehr, sehr viel rangetauscht, wirklich extrem viel. Unglaublich viel Legendary Collection, Kyber Stuff, unglaublich viel anderen Kram. Aber ich habe jetzt aus diesen ganzen Tauschgeschäften Karten zusammengesetzt zu einer Folge Neuzugänge, da halt auch viel dabei ist, was euch vielleicht weniger interessiert, weil es halt doch eher günstigeren Preises ist. Wir alle wissen ja, dass mein Kanal meistens oder bisher immer dadurch geglänzt hat, dass ich halt sehr außergewöhnliche Sachen ranhole, dass ich auch sehr teure Sachen ranhole. Ich erinnere an die 5000 Euro Neuzugänge-Folge. Und ja, es ist halt momentan aufgrund der Sparmaßnahmen, ich sage das jetzt auch nochmal für die etwas neueren Abonnenten, also aufgrund der Sparmaßnahmen, weil ich ja ab 2020 mit Goodyear in der Geschäftsbeziehung stehen werde und ich dementsprechend mich von anderen Händlern so weitestgehend getrennt habe, ist das halt so, dass ich erstens nicht mehr so viel Stuff habe und wenn dann eher kostengünstigeren Stuff. Deswegen, um hier nicht meinen ganzen Kanal jetzt mit irgendwas voll zu spammen, was nicht wirklich relevant ist, was nicht wirklich beeindrucken könnte, nur damit halt ein Video kommt. Deswegen habe ich jetzt halt hier einfach mal was zusammengestellt aus den ganzen Tauschgeschäften, die ich hatte und stelle halt nicht jedes einzeln vor. Das ist eigentlich das, was ich damit sagen wollte. So, wir legen los und zwar mit dem Geisterog und Schneehasen, der ein Geschenk war. Ich hatte Legendary Collection Kyber Stuff rangetauscht und ich wollte halt eine Karte haben und die hatte er nicht mehr. Die hat er schon vertauscht gehabt und irgendwie hat er dann als Entschuldigung, dass er sie nicht mehr anbieten konnte, hat er mir die hier direkt als Bonus beigelegt. Das ist ja auch eine, in Anführungszeichen, Money Card aus dem Set. Die ging jetzt nicht so übermäßig viel, ob 5,50 Euro oder so, aber als Bonus ist schon heftig, muss ich sagen. Also ist eigentlich schon das Kanalspende zu werten und eine relativ coole noch dazu. Und das ist bisher auch die einzige aus den Legendary Collection Kybers, die ich habe. Die anderen beiden habe ich noch nicht. Die eine ist ja sowieso viel zu überteuert. Und ja, bei der anderen hatte ich halt noch kein Glück. Die Winterkirschblüte, mein Liebling von den dreien sozusagen. Und ja, richtig, richtig coole Karte auf jeden Fall. Und hier nochmal danke an meinen Tauschpartner. Ich habe es leider seinen Namen vergessen, sonst würde ich ihn hier namentlich erwähnen. Weiter geht's mit meiner absoluten Lieblingskarte aus der heutigen Folge. Und zwar ist das Emporkömmling Goblin in Collector's Rare. Ich habe bedauerlicherweise, ich bräuchte hier jetzt einen richtigen Kunstlichtscheinwerfer, der die Karte richtig schön anstrahlt, dass man den Regenbogeneffekt sieht. Also, wer es nicht weiß, Collector's Rare, das ist wie Ultimate Rare, gibt es hier in Deutschland bloß nicht. Und zwar ist das Ultimate Rare noch so aufgesplittet. Man sieht es hier an diesen Strahlen, die hier weggehen und auch am Kartenrand, dieses aufgesplittete. Und wenn man das ins Licht hält, dann schillert das in allen Regenbogenfarben. Und ja, das ist halt unglaublich cool. Und dann auch noch diese Karte hier. Diese Raritäten gibt es in den Rarity Collections in Japan. Die ist jetzt aus der Rarity Collection 2. Und ich weiß gar nicht, also viel war sie, glaube ich, nicht wert. Aber ja. Aus demselben Set haben wir dann nochmal dieselbe Karte, allerdings nur in Super Rare. Ich glaube, in Super Rare gibt es sie in Deutschland nicht. Die gibt es nur in Ultra und in Common, soweit ich weiß. Dementsprechend habe ich die auch noch direkt mitgenommen. Sehr schön. Was ich übrigens nicht wusste, ist, dass jetzt auch die im OCG ein schillerndes Attribut und auch die Sterne schillernd haben. Ich dachte, das wäre jetzt nur im TCG so. Aber gut, man wird halt immer wieder eines Besseren belehrt. Dann einen Kollegen, den wir schon des Öfteren hier gesehen haben, den Chaos Imperator Drachen in Millennium Super Rare. Auch hier ist es natürlich wieder ein bisschen schwierig wegen dem Licht. Man sieht es, hier sieht man es glaube ich ganz gut. Diese Millennium Rare Folie, die über die ganze Karte geht und die Karte selber ist dann noch Super Rare. Davon habe ich mir zwei Stück rangeholt. Und ja, auf jeden Fall eine richtig, richtig coole Sache. Ich glaube, jetzt fehlt sie mir noch, keine Ahnung, keinmal, zweimal, irgendwie sowas. Müsste ich mal nachzählen. Dann, was mich sehr gefreut hat, das Siegel von Orichalkos. Endlich mal in einer anderen Rarität als in Ultra Rare und zwar hier in Super Rare aus dieser Rarity Collection. Secret hätte mir beinahe noch besser gefallen. Ich persönlich finde, dass die Karte in Secret wahrscheinlich sehr, sehr schön aussehen würde. Und dasselbe gilt natürlich auch hier jetzt für Card of Demise, wobei ich sagen muss, dass Secret bei der Karte nicht so gut aussieht. Gab es ja auch in der Legendary Collection Kyber, aber
Ich persönlich finde Ultra Rare ist, oder Ultra Millennium Rare eigentlich, aus Japan, unglaublich cool, habe ich auch zwei oder drei Stück, ist die Seltenheit für die Karte. Ja, und zwar wirklich Ultra Millennium Rare. Oder bei uns halt nur Ultra Rare. Aber Ultra Millennium, die Karte, das ist die Rarität für diese Karte. Sieht einfach geil aus. Dann haben wir das Cosmo Bauernmädchen. Ja, First aus Core. Damals unglaublich viel wert gewesen, als sie noch spielstark war. Mittlerweile, keine Ahnung, liegt sie irgendwo bei 2,50 Euro oder so. Ist jetzt also nicht mehr so teuer. Und es ist erstaunlicherweise meine erste. Bin irgendwie nie hinter eine gekommen. Jetzt habe ich sie mir endlich mal rantauschen können. Und ja, ich bin kein Cosmo-Fan, wirklich nicht. Aber ein paar Karten gefallen mir natürlich sehr gut. Da zählt zum Beispiel dieser Strohmann dazu. Und eben auch das Cosmo Bauernmädchen. Genauso wie die Cosmo Blechbüchse. Die gefällt mir auch sehr gut. Die war auch mal ein bisschen teurer, weil sie spielstark war. Ich glaube, das ist ein bisschen angelehnt an, war es R2-D2? Aus Star Wars. Zumindest hat es auf mich den Anschein. Und das daneben könnte ein C3PO sein. Ist ja so ein bisschen an Zauberer von Oz und an Star Wars angelehnt. Gefällt mir auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und in Ultra Rare ist auch die Rarität für die beiden Karten. Und ich muss mich natürlich verbessern. Ich habe natürlich schon Cosmo Bauernmädchen da, aber halt den Gold Secret. Ne? Und das ist halt nun wirklich nicht die Rarität für die Karte. Dann mein erster Altergeist Prime Banshee, oder auf Deutsch glaube ich Urbanshee. Ja. Altergeist finde ich an sich recht cool. Es gibt ein paar, die sehen ein bisschen merkwürdig aus. Das sind dann eher die, die einen etwas, ich glaube, in Kamen sind. Nee, Moment, jetzt habe ich die verwechselt mit den Tinwinkel. Tut mir leid. genau. Auf jeden Fall, Altergeist sehen doch recht gut aus. Großteils. Es gibt so ein oder zwei Karten, die finde ich jetzt nicht so prickelnd. Aber Altergeist Prime Banshee sieht halt richtig cool aus. Richtig böse, erinnert so ein bisschen an Medusa und gefällt mir eigentlich relativ gut. Ist meine erste. Geht halt nichts, aber naja, was soll's. Darauf kommt es ja nicht an. Dann haben wir zweimal den Guki Donner Ogre. Richtig, richtig cool. Und gefällt mir natürlich auch extrem gut. Das ist meine absolute Lieblingskarte aus, oder eine meiner Lieblingskarten aus Circle Break. Und das schönste Gookie-Monster, geht zwar nichts, ich glaube 25 Cent, nach denen bin ich immer auf der Suche. Ich habe jetzt, glaube ich, 4 oder 5 Stück von denen. Das heißt, es fehlen nochmal 5 oder 6 Stück. Und die werde ich mir auf jeden Fall noch ein paar Mal ranholen. Genau, und in dem Zuge, weil mir das gerade einfällt, die erste habe ich auf dem Creep-Fan bekommen. Ist mir jetzt bloß gerade so durch den Kopf gegangen. Creep-Fan wird da jetzt demnächst ein ganzes Case öffnen vom neuen Set des Flames of Destruction. Und das, was überbleibt, also eine ganze Menge, das werde ich dann natürlich bekommen, werde das dann, was ich bekommen habe, hier auch nochmal vorstellen. Ihr wäre cool von euch, wenn ihr in die Kommentare schreibt, ob ihr das denn sehen möchtet, weil die meisten von euch werden natürlich Creep-Fan auch abonniert haben, werden das dort schon gesehen haben. Und das dann zweimal zu sehen, mag vielleicht für den einen oder anderen dann doch nicht so toll sein. Deswegen wäre das cool, wenn ihr in die Kommentare schreibt, ob ich das dann überhaupt zeigen soll oder einfach nicht. Gut, dann haben wir Dynamite-Kämpfer, der wahre Drachenkrieger. Ich bin mir nicht sicher, ich glaube, der ist verboten worden, oder? Weiß ich jetzt gar nicht, aber auf jeden Fall aus Maximum Crisis. Und Maximum Crisis ist mein absolutes Lieblingsset der Neuzeit. Warum? Ganz einfach, die Ultra-Rares aus dem Set sind unglaublich cool. Die Secrets jucken mich gar nicht, die sehen alle mittelmäßig aus diesem Set, oder zumindest die meisten. Aber was die Ultra Rares angeht, wenn man jetzt nur davon ausgeht, dass es schön aussehen soll, jetzt mal ohne den spielerischen Wert zu beurteilen, ist das Set einfach der Burner. Ja. Für mich schon jetzt ein absoluter Klassiker. Die ganzen Karten aus dem Set gefallen mir unglaublich gut und ich glaube auch die ein oder andere Super Rare aus dem Set sieht richtig gut aus. Dann haben wir Masterpiece, der wahre Drachobezwinger, der ist jetzt aber aus dem MP, also nicht aus dem Originalset. Trotzdem First und ja klar, ein bisschen overdesigned, aber trotzdem nicht hässlich. Dann aus Circle Break Magna Rocket Dragon, da haben wir gleich ein Playset, die sind zwar auch nichts wert, sind aber trotzdem meine ersten und von den Rockets tatsächlich eine der wenigen, die man angucken kann, sage ich jetzt mal. Die Rockets mag ich ja prinzipiell nicht so, wegen den meist schaustehlenden Hintergründen, was hier jetzt nicht der Fall ist. Hier harmoniert der Hintergrund gut mit dem Monster und diesen einfach nicht dazu passenden neonartigen Flügeln. Ich finde, die passen einfach nicht zum Rest des Monsters. Aber gut, es ist ja immer Geschmackssache. Dann haben wir die Naturia Ananas. Unlimitiert aus Dreif. Oh Gott, was war denn das nochmal für ein Set? Dreif. Also jetzt auch gar nicht. Naja, jedenfalls
war die ja damals auch einiges wert in Secret Rare. Die war ja mal eine Weile recht spielbar. Mittlerweile natürlich nicht mehr. Ich glaube, die geht nur noch ein paar Cent. Aber ich wollte sie einfach mal dabei haben, weil es war mal eine Karte, die etwas mehr ging. Und ich finde, das sollte man auch in so einem Video ein bisschen zu würdigen wissen. Dann Varrakönig, Leitogasym, das Desaster. Ja, die waren Drachokönige. Finde ich auch unglaublich cool. Auch aus Maximum Crisis in Ultra Rare. Dieser weiße, ich weiß nicht mehr, wie er hieß. Auch eine der schönsten Ultra Rares ever. Und allein deswegen bin ich schon Fan des Themas und auch die anderen, die ganzen Supers und so, sehen einfach unglaublich cool aus. Und zu guter Letzt haben wir dann noch den Boot-Sektor Start aus Extreme Force. Das ist jetzt eine eher mittelmäßig aussehende Karte, die habe ich prinzipiell jetzt hier nur in der Folge drin, weil es halt tatsächlich einfach eine Booster-Holo ist, die nicht garantiert ist. Und ja, das ist so das sind so die Highlights, wo ich jetzt eben bekommen habe in letzter Zeit. Wir gehen es hier nochmal ganz schnell durch. Und ja. Mir gefällt es auf jeden Fall unglaublich gut, bin recht zufrieden und ich hoffe, dass ich bald wieder neuen Stuff ranbekomme, um vielleicht eine weitere Folge zu drehen. Ihr könnt mir jetzt sagen, wie ihr die Folge fandet, seid ihr mit der Sendung genauso zufrieden wie ich? Ich würde sagen, wir sehen uns dann zum nächsten Video und bis dahin macht's gut und haltet die Ohren steif.